Warum reden die Toten manchmal mit doppelter Geschwindigkeit? In dieser Folge werden wir Burkhard Heims Herleitung des Operators kennenlernen, der für diesen Effekt verantwortlich ist. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Bevor wir uns wieder unseren mathematischen Herleitungen zuwenden, möchte ich von einem Phänomen berichten, das ich noch nicht erwähnt habe, das Burkhard Heim bei seinen Experimenten aber häufig begegnete. Auf den Tonbändern, die er während der Versuche aufnahm, zeigten sich in 50% der Fälle Stimmen, die mit doppelter Geschwindigkeit sprachen und die man nur verstehen konnte, wenn man das Tonband in halber Geschwindigkeit ablaufen ließ. Die anderen 50% waren in normaler Geschwindigkeit gesprochen. Es gab sogar Tonbänder, auf denen beides simultan auftrat, und zwar ohne, dass die beiden Geschwindigkeitsspuren und also die beiden Texte irgendeinen Zusammenhang hatten. Eigenartig, oder? Aber wir werden im Laufe der Herleitung heute sehen, dass das eigentlich ganz einleuchtend ist. Beginnen wir wieder mit unserer zeitlichen Lautfolgestatistik, wie Heim sie nannte. Darin haben wir unsere Modulation Psi, die als unendliche Summe zweier Tonspuren auftrat, in denen die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines bestimmten Tones durch die beiden Wahrscheinlichkeiten AI und BI bezeichnet werden. Wir suchen nun also einen Operator, der diese Wahrscheinlichkeiten so beeinflusst und die Glieder so auswählt, dass ein sinnvoller Text dabei herauskommt. Wir können über diesen Operator jetzt schon aussagen, dass er sicherlich nur endlich viele Glieder dieser Kette betrifft, dieser Summe betrifft. Es handelt sich um eine unendliche Fourier-Reihe. Es wird also ein unendlicher Rest übrig bleiben. Rp ist hier dieser unendliche Rest, t unser Operator, als das Symbol für Operatorwirkung benutze ich hier das Semikolon, so wie Heim es verwendet hat. Und dieser Operator muss nun einerseits eine Wirkung haben, bei der die Sprechgeschwindigkeit verdoppelt wird. Und das bedeutet eine Frequenzverdoppelung und andererseits eine andere Wirkung, bei der das nicht geschieht. Eine Frequenzverdoppelung kann aber nur dann entstehen, wenn wir genau zwei Reihen haben, deren Glieder miteinander multipliziert werden. Das werden wir gleich sehen. Zunächst einmal spalten wir den Operator in zwei Suboperatoren T1 und T2 und wir schauen uns zunächst T1 an, der für die lineare Kombination, also für den normal gesprochenen Sprechtext verantwortlich ist. Als Randbedingung können wir hier fordern, dass die Wahrscheinlichkeiten A und B für eine jeweilige Frequenz gleich sein müssen, damit ein sinnvoller Sprechtext dabei herauskommt. Also muss gelten AI gleich BI gleich CI. Und dann können wir die Summe ein bisschen umgestalten und im Innern der Summe CI nach vorne ziehen. Wenn man jetzt ein paar trigonometrische Umformungen vornimmt, die führe ich hier jetzt nicht vor, dann erhalten wir diesen Ausdruck, in dem unter der Summe ein Produkt von Cosinus und Sinus steht. Der Cosinusteil als Differenz zweier Frequenzen wird das Ganze als eine niederfrequente Schwingung überlagern. Der eigentliche Informationsgehalt tritt im Sinusteil auf. Und hier haben wir das arithmetische Mittel zweier Frequenzen, also ein halbmal Alpha I plus Beta I, und das ergibt sich, und deswegen haben wir hier eine normale Sprechgeschwindigkeit. Und der Cosinusteil bedeutet nichts anderes als eine langsame Schwankung der Lautstärke. Auch etwas, das genauso empirisch beobachtet werden konnte von Burkhard Heim. Sehen wir uns nun T2 an, den Operator für die doppelte Sprechgeschwindigkeit. Die Modulation Psi schreiben wir zunächst als zwei getrennte unendliche Summen. Unser Operator T2 wirke nun auf im Allgemeinen unterschiedlich viele Glieder dieser beiden Summen, sodass auch zwei unterschiedliche unendliche Reste, Rp und Rq, entstehen, die wir hier in Rpq zusammenfassen. Nehmen wir jetzt an, dass T2 bewirkt, dass die Glieder dieser beiden Summen multipliziert werden, dann haben wir hier eine Summe zweier Indizes, also Summe von CIK mal Alpha I mal Beta K, wobei CIK gleich AI mal BK ist. Dieses Produkt kann man jetzt wiederum über Additionstheoreme umformen, sodass es eine Summe wird von einem Sinus- und einem Cosinusfaktor, Summanden.
Der Kosinussummand, also D zusammengefasst, ist hier eine sehr tiefe Begleitfrequenz, also ein tiefer Brummton oder so etwas, der auch empirisch auftrat bei Heim. Die eigentliche Information aber ist im Sinussummanden enthalten und die tritt jetzt in doppelter Sprechgeschwindigkeit auf, weil wir hier die Summe zweier Frequenzen haben. Alpha I mal Beta I, das ist im Allgemeinen eine Verdoppelung. Aus diesem Grund müssen es die Lautfolge-Statistiken zweier Radiosender sein, weil diese Operation nur dann eindeutig verlaufen kann, wenn wir zwei Reihen haben. Fassen wir also noch einmal zusammen. Der Operator T, der aus dem statistischen Rauschen einen sinnvollen Sprechtext macht, kann auf zwei verschiedene Arten einwirken. T1 macht aus meiner Lautfolgestatistik einen Sprechtext in normaler Geschwindigkeit und T2 in doppelter Sprechgeschwindigkeit. Wie gesagt, enthielten manche Tonbänder Informationen in zwei Sprechgeschwindigkeiten, woraus folgt, dass beide Prozesse auch simultan auftreten können. Das war in wiederum 50% aller Aufnahmen der Fall. Nun haben wir noch das Problem dieser Restlieder RP, RQ bzw. RPQ. Nach welchen Kriterien wird ausgewählt, welche Glieder meiner unendlichen Reihe informationstragend sind und welche nicht? Mein Operator muss hier also eine Vorauswahlwirkung haben, eine präformierende Wirkung, welche die unendliche Summe spaltet. Darüber und wie diese Wirkung sogar gesteuert werden kann, darüber werde ich euch in der nächsten Folge berichten, bei 6 Dimensionen in Farbe.